So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Wir haben das letzte Mal wieder so, ich sag's einfach mal, Sternzerstörer besiegt. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. SDF, Supereinheiten. Und was da passiert ist, das sage ich euch mal. Ich kann mich zum Beispiel hier, ich kann das betrachten. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es ist wichtig. Video ändern. Wildblaue Solarorbit, große Weite. Kürzlich übertragen. Geil, endlich habe ich mal die Fernbedienung gefunden. Da. Nee, das war ich nicht. Nee, das war die Hauptmission. Nee, dann mache ich hier doch was anderes. Dann genießen wir lieber mal Video ändern. Alter. Ey, Leute, ihr unterhaltet euch. Da guckt doch mal bitte den Fernseher an. Einfach nur herrlich. Ich meine, ich wäre jetzt nicht gerne auf dem Planeten, weil es sieht ziemlich trist aus, aber auch da wäre ich nicht so gerne. Aber ich weiß, wo ich gerne wäre, in einer nächsten Nebenmission. Deswegen gehen wir da einfach mal hin. Wir gehen natürlich wieder an unserer Schützin hier vorbei. Hab sie? Ja, Schatzi. Sie nennt mich immer Hapsi. Ich sehe Schatzi. Naja, so ist das. Sie lebt in ihrer virtuellen Welt und ich starre ihr immer wieder auf ihren Arsch. So. Was haben wir denn noch? Irgendwas beim Pluto war noch übrig. Beim Saturn. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Operation. Tiefenexekution. Schiffsangriff. Elensimierender Anführer. Ganz geil. Was haben wir hier noch? Operation Grabräuber. Jackal-Angriff. Schrottplatz. Greifen Sie den Schrottplatz an. Machen wir erstmal das. Das klingt doch gut. Wir machen sowieso beide. Die SDF hat Teile von einem Schrottplatz außerhalb von Pluto geborgen. Sie haben einen Zerstörer mit einer kleinen Skelterstaffel im Einsatz. Wenn wir jetzt starten, erwischen wir die Schiffe und holen uns die Beute. Wir brauchen so viel Schrott wie möglich. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen degradiert. Das muss ich einfach sagen. Ich meine, bin ich jetzt wirklich der Schrottsammler? Ich bin der Captain von diesem Schiff. Oder vielleicht von der ganzen Flotte. Warum bin ich jetzt der Schrottsammler? Verstehe ich nicht. Das will ich auch nicht verstehen. Aber wir ziehen natürlich gerne in die Schlacht. Erst recht, wenn ich hier neue Waffen habe. Und zwar die Cleaver. Der Cleaver ist zwar weniger leistungsstark, nur das klingt erstmal kacke. Als das 50 verfügt, aber über ein oder Schussrate überhitzt nicht. Für schnell beanspruchte Waffensysteme. Wir benutzen sie mal. Ich möchte einmal wissen, was es ist. So, nehmen wir. Gekauft. Sehr gut. Ich hoffe, dass das nicht alles ist, dass wir die Nebenmission nur machen, um hier so ein bisschen Waffen zu kriegen, weil es wäre schon cool, wenn dieses Schiff, was wir gekriegt haben, wenn das uns dann in der Hauptmission auch irgendwie helfen würde. Selbst wenn es nur so ein bisschen ist, wenn wir wieder irgendwas markieren können, das Schiff kommt an und ballert dann dreimal drauf oder sowas. Das würde einfach schon so sein, wo du sagst, Alter, deswegen bin ich in die feindliche Basis eingedrungen und hab das Ding geholt. Das wäre einfach eine coole Idee gewesen. Aber ich glaube, dass es nicht so sein wird. So. Oh, jetzt kommt wieder die beste Szene. Die Startsequenz. Festhalten. Feuer. So, Schrottplatz. Schrott sammeln. Klingt jetzt nicht so spannend. Ja, natürlich. Es gibt auch wieder einen Zerstörer. Man muss ja irgendwie den Schrott auch produzieren, ne? So, Skelter zerstören, SDF zerstören. Wir düngen sie aus und greifen den Zerstörer an. Nee, das ist kacke. So, war das hier nicht schon einer, den ich abknallen musste? Egal, ich muss ja alle abknallen. Aber die Partikeleffekte in dem Spiel sind wirklich schön. Sind echt schön gemacht. Ich muss ja auch sagen, die Grafik-Engine, viele meckern immer, dass Call of Duty so hässlich wäre. Habt ihr eigentlich alle Lappen am Zaun? Also, mal ganz ehrlich, es sieht doch einfach nur bombastisch aus. Heutzutage meckert ja immer jeder, ne? Man kann ja auch einfach mal in Call of Duty nehmen, wie es ist. Und sagen, das ist schön. Man kann ja einfach mal das Spiel dafür nehmen, wofür es da ist. Ein geiler Action-Shooter. Und ich muss sagen, es sieht beeindruckend aus. Ich muss echt sagen, dass ich damals Black Ops 2, sehr geiles Spiel, ist eigentlich auch mein Lieblings-Call of Duty. Aber das fand ich grafisch damals schon ein bisschen zu lame. Da ist das hier wirklich, selbst heutzutage, sieht einfach geil aus.
Also, Black Ops 2 sah auch geil aus für die damalige Zeit, aber es gab so ein paar Sachen, da dachte ich mir auch, meh. Meh. Wann kam das eigentlich raus? Ich glaube 2011. Wow, und da kam eben auch Battlefield 3 raus und da war das eben einfach mal eine andere Baustelle. Ja, das ist halt so. So, wollen wir nochmal gucken, was die neue Knarre hier macht? Ja, feuert auf jeden Fall schneller. Ja, ganz geil, würde ich mal sagen, ne? Aber ich habe extremen Rückstoß. Ihr seht das ja, ich fliege rückwärts, wenn ich ballere. Was ist denn das für ein Rotz? Die andere Knarre war irgendwie geiler. Hm. Naja. Komm her, ich bitte dich. Lachhaft. Ja, kann man machen, ne? Kann ich die eigentlich auch damit platt machen? Ach, das geht auch. Mit der normalen Laserknarre. Ja, Rakete, Rakete. Ja, Rakete, Rakete, ja, nimm das mal an. Guter Abschuss, guter Abschuss. Das ist auch immer so. Das sage ich aber auch in Multiplayer-Gefechten. Wiederhole ich das ganz oft. Oder beim Fußballtraining. Achtung, zurück, zurück. Man muss es einfach, um seiner Aussage Kraft zu verleihen. SDF, R. Jack, Schneider. Wo ist er denn, Herr Schneider? Sie sind der Herr Schneider. Ja, dann wollen wir Ihnen nochmal den Hals abschneiden. Es ist einfach geil. Also, die Waffe ist nicht so geil wie die davor. Aber guck mal an, ich habe einfach dreimal draufgeschossen. Aber das war nicht mehr der Herr Schneider. Wo ist der Herr Schneider hin? Aua! So, Herr Schneider, wo sind Sie denn? Da oben. So. Es ist einfach inflationäres Draufgeballere. Es ist wirklich ohne Sinn, ohne Verstand. Es sieht aber eben auch einfach gut aus, ne? Die Explosion haben sie extrem gut gemacht. Ich habe zwar gerade über die Waffe gemeckert, aber jetzt habe ich es langsam raus. Ich muss alles auf einmal drücken. Ja, hier ist noch meine Ass, oder was? Ja, was haben wir denn? Ach komm. Ja, schön eine mitgegeben hier. Gibt's noch mal einen? Könnt ihr jetzt mal drauf gehen? Der kann doch nicht so oft seine Flugabwehr benutzen hier. Genau. Sie haben WCDR Ivan Berets ausgeschaltet. Das Geile ist auch, selbst in der Zukunft werden immer noch die Russen angegriffen, ist klar. Russland. USA gegen Russland. Ist Russland. Ja, das wäre eine schöne Zukunft, wenn es einfach Russland gibt. Guckt euch das an hier. Das ist ein Skill, den man an den Tag legt. Oh. Hoppala. Okay. Dann in die letzte finale Nebenmission. Truppe im Anflug. Verstanden. Tower, Sie gehören Ihnen. Landeklappen und Fahrwerk ausgefahren. Lenksystem bereit machen. Angedockt. Gute Arbeit da draußen, Reyes. Von dir auch, Salt. Salt, von dir auch. Auch wenn ich nicht weiß, ob du mitgeflogen bist, aber egal, was du gerade gemacht hast, ich glaube, jeder hat dir einen guten Job geleistet. Von den gegnerischen Soldaten, die sich lassen abschießen haben lassen, so rum, bis zu unseren Soldaten, die sie abgeschossen haben. Jeder hat seinen Teil in diesem Krieg beigetragen, das ist auch wichtig. Tja, aber du musst leider immer noch dieses eine Medipack musst du immer wieder aufmachen und durchzählen, wie viele Binden da drin sind. So ist das. So, was sagen denn die Nachrichten? Nix. Nachrichten sagen nichts. Es wird gar nicht mehr über unsere Erfolge geredet, denn es ist einfach alltäglich geworden. So ist es halt, dass es nicht mal mehr in den Nachrichten kommt. So, was haben wir hier? Ja, so ist das jetzt, Captain. Du musst gerade erst die Schlacht besiegen, dann musst du Schrott sammeln und jetzt musst du hier noch ein bisschen was konfigurieren. Alt F4, so. Programm schließen. Man muss den Kollegen ja ein bisschen Arbeit verschaffen, ne? Die wissen dann wieder nicht, was der Fehler ist. Ah, da rechts vor links, schon mal davon gehört. Frech. So, und dann geht es hier in die letzte Nebenmission, Pluto Cluster. Eliminieren Sie STF-Anführer. Jawohl. Mach mal. Ich bekomme Informationen, dass eine Konferenz der STF-Führung im Kulpergürtel geplant ist. Vier Zerstörer kommen zusammen, um Prioritätsziele zu Ikarius zu bringen. Wir gehen an Bord und schalten die Ziele aus.
Diesmal sind es nur wir beide, Salt. Volle Tarnung. Also volle Tarnung heißt, einmal ganz kurz tarnen, denn ich werde sofort die dicke Waffe rausholen. Das kann ich dir schon sagen. Das ist eigentlich mein heimlicher Favorit hier, die NV4. Das ist echt schon geil hier. Warum kriege ich hier nicht, hä? Hacking. Ich will Hacking. Wie eigentlich beides? Warum kann ich nicht beides haben? Das ist doch frech. Das ist doch jetzt echt frech. Zweite Ausrüstung. Schade. Nee, Scharfschütze will ich nicht. Was haben wir denn noch alles? Leichte MGs nehmen wir sowieso mit. Was ist das eigentlich hier? Die hat man noch nicht, ne? Zumindest bei den Einsätzen noch nicht mit. R3K. Was sagen die? Benutze ich jetzt mal. Da machen wir natürlich hier noch unser Reflexziel-Gedöns drauf. Das P90 nehme ich auch mit. Jetzt darf ich hier auch mehr mitnehmen. Ach so, weil ich die hier oben wahrscheinlich liegen lassen habe. Darf ich jetzt hier mehr Granaten mitnehmen. Das ergibt Sinn. So, belassen wir es und gehen in die letzte Nebenmission von Call of Duty Infinite Warfare. Oh, das sieht gut aus. Frisch gedruckt aus dem 3D-Drucker. Das riecht noch richtig schön giftig. Die Plastik muss erst noch aushärten. Und dann geht's los. Jetzt kommt wieder der schönste Augenblick. Genießt es. So, Leute. Los geht's. Festhalten. Andocken. Verstanden. Okay. Wie der da rechts auch mal reinfährt, ne? Das ist schon cool. Es sieht gut aus. Okay. Wir glühen vor. Und Feuer. Geil. Also wenn irgendwer nochmal ein Alien-Spiel macht und man Marine spielt, möchte ich so eine Startsequenz. So eine Startsequenz will ich haben. Habe ich mein Asthma-Spray vergessen? Sauerstoff bei 36%. So ist das. Die dicksten Waffen mit und wieder vergessen, die neue Sauerstoffflasche mitzunehmen. So. Weitere 30 Minuten Kommunikationsausfall für Retribution. Hä? Lebenserhaltung noch intakt, bleiben wir hier. Roger, warten auf Feindbewegung. Wow! Oh! 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 Ey, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Verstanden. Ziel bestätigt. SDF Ikaria ist über uns. Zugang durch die Trockendocklucke. Verstanden. Willst du mich verarschen? Das sieht doch jeder. Ich bring uns rein. Verstanden. Alter, das fliegt uns hier direkt davor. Ey, das ist doch ein altes Nokia. Das hab ich doch. Oh ne, so ein Siemens-Handy noch. Hier sah noch so aus. Es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Wie ist nochmal dieser eine Weltraumfilm mit George Clooney? So ungefähr ist das doch hier aufgebaut, oder? Da haben sich schon ein bisschen was abgeguckt. Aber eben auch verdammt gut. Alter, hast du mir gerade gegen den Kopf getreten? Das ist frech. Das Kiel-Relais ist direkt voraus. Ich kann dich von dort zum Treffpunkt bringen. Okay. Ja, sehr gerne. So, okay, wollen wir einfach mal leise vorgehen, ja? Ich habe vielleicht jetzt nicht unbedingt die leisesten Waffen mit, aber... Platziere das im Lüftungssystem und wir schalten das System aus. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum du das nicht machst, sondern ich wieder. Das ist es. Ich klinke mich ein und finde das Treffen, während du die Uniform holst. Alles klar. Ich komme über das Mannschaftsquartier. Vorsicht, da ist ein Feind in deiner Nähe. Auf deinen Kopf kannst du ihn verfolgen. Auf meine was? Ich hab wieder zugemacht. Er kann ja nicht wissen, dass ich hier bin, oder? Alter, der wollte einfach nur hier die Toilettenleitung flicken. Jetzt ist er tot. So ein armes Würstchen. So, nach oben oder unten? Ich vermute mal nach oben. Salt, ich bin am Kontrollpunkt. Ja, über den Frontsender. Schwere Zerstörungen. Was? Ich will eine dicke Waffe haben. Zack.
Der leise Tod. Von hinten wollte ich sagen, aber es war ja gerade von vorne. Der pennt nur. Ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Ich hatte Gewissensbisse, untätig herumzustehen, als meinesgleichen. Guckt euch das an, ey, wie der Predator. Kaserne gesichert. Angesprungen. Kommunikation, kein Alarm. Du bist unentdeckt. So soll es auch bleiben. Was ist das? DCM-8. Du müsstest in Reichweite einer Uniform sein. Ist das jetzt meine Waffe oder habe ich noch irgendeine andere aufgehoben? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ne, das war meine hier, ne? Mit Schalldämpfer, die will ich noch haben. Ja, ich weiß aber nicht wo. Hier gibt es keine Uniform, ich bin falsch. Ah, hier. Naja, der Bildschirm wird dunkel gemacht. Das hätte man doch auch schön machen können, sodass er reinschlüpft. Lagebericht. Drei Ziele wurden zu Ikaria gebracht. Das Treffen geht gleich los. Okay. Eine Berechtigung, um sich der Konferenz zu nähern. Ich habe ein Ziel markiert, das eine ID hat. Verstanden. Übertragung. Die Uniform lässt sich untertauchen. Wir müssen gestern die verbleibende Lektion. Schon eine Ahnung, was wir da machen. So, die machen wir aus. Obwohl es eigentlich nicht so clever ist, die auszumachen, weil die will ich ja dann nachher hacken. Na, du redest doch mit mir. Was soll ich denn da machen? So, ich mach's trotzdem mal aus. Warte mal. Ich mach die anderen auch mal aus. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nochmal vorbei. Und die werden dann alle aktiviert. Meine Güte, guckt euch diese Waffen an. Tech-Offizier, warte mal, den muss ich wahrscheinlich irgendwie jetzt... Ich könnte natürlich das auch hacken. Oder den hacken, warum hacke ich nicht den? So. Den hier soll ich platt machen. Zack. Ausgeschaltet. Hab die ID. Live-Scan für Klasse 2 Offizier Negret umgehen. Bin dabei. Das Treffen findet in der Kommandozentrale statt. Beeilung! Zack! Den musste ich noch erwischen. So. Einfach mal draufdrücken. Passiert schon nichts. Unter dem Radar! Allerdings. Bewegung. Das ganze Leben besteht aus Bewegung. Oh, ich könnte dich jetzt lautlos töten, aber es würde für mich negative Konsequenzen haben. Deswegen lasse ich das mal bleiben. Brauchen Sie etwas? Ja. Ich brauche was. Verzeihung. Hab mich verlaufen. Ach, das sind schon ziemlich viele Gegner. Okay, den könnte ich den hacken? Nee, das ist... Wenn ich das jetzt ausmache... Auch nicht schlimm. Alles gut. Hä? Ich habe doch aber eine Karte mitgenommen. Wieso habe ich jetzt auf einmal einen anderen Fingerabdruck? Egal. Wir nehmen das mal so hin, wie es so ist. Ey, das sind ziemlich viele Gegner. Wir müssen natürlich den ganzen Weg wieder zurückgehen, ne? Verstanden. Bin ich hier richtig? Bereit, wenn du es bist, Reyes. Okay. Schalten wir ihr Lebenserhaltungssystem aus. Alles klar. Dann machen wir das mal. So. Granate geplantet. Atmosphären- und Schwerkraftsteuerung vorbereitet. Verstanden. Komm rein raus. So. Ich bin unten. Lebenserhaltung ausschalten. Oh Gott, das ist ja gemein. Gesuchtes Projekt erledigt. Wie gemein ist das denn bitte? Der stirbt und erstickt jetzt da drin. Hätte ich noch lieber abknallen können. Okay. Ich baller jetzt nicht, ne? Also ich werde jetzt hier einfach versuchen. Ja, okay, alles klar. Hörst du mich? Folgen.
Ah, der hat jetzt Instruktionen bekommen, dass er irgendwas kontrollieren soll. Folgen wir den mal. Ich komme, Salt, und bringe Feinde mit. Ist das nicht eine schöne Ankündigung? Ich komme, ich bringe Feinde mit. Halt dich fest. Es wird gleich heiß. Salt, ich bin hinter Ihnen. Die Kommandanten sichern. Okay. Was ist das für eine Kackwaffe? Das ist ja hier fraktionierter Rotz. Ich will einfach nur durchballern. Salt, alles sicher. Ich bin's. Ich hasse diese Uniform. Ja, ja, ich hasse diese Waffe. Scheiße, Mann, ey. Ich dachte, das ist Dauerfeuer. Das wäre beinahe ins Höschen gegangen. Aber nehmen wir das hier mit. Boah, die ist ganz geil. Ich dachte, das wäre irgendwie die Schrotflinte gewesen. So, okay. Ich würde gerne jetzt mal wen hacken. Mit hier wer? Hier ist keiner. Oh, mach das Ding weg! Granate, Achtung! 1, 2 und raus ist der Nummer. Zack, 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 zack. Ja, zum Knuddeln gern. Jawohl. Schrei doch nicht so. Schrei doch nicht so. Ich verstehe dich. Ich bin direkt neben dir. Oh, Muni gleich leer. So. Raus ist der Nummer. Ja, das wäre eben jetzt geil gewesen. Jetzt hätte ich die hacken können. Kann ich die eigentlich noch so hacken? Ne, jetzt geht's nicht mehr. Wirf keine Granate, behalte die Granaten für dich, die mache ich doch platt hier, die zwei Trottel. So. Wir haben das Ziel erfasst. Schicken Scar 2 zu ihrer Position. Bestätigen. Verstanden, Gator. Bringen Sie die Vögel rein. So, raus aus der Nummer, raus aus der Nummer. Ich finde das aber auch komisch. Direkt neben der Cafeteria ist einfach ein Ausgang. Also ich will es ja nicht anzweifeln, dass das so ist. Irgendwo muss ja der Müll dann auch hin, aber. Okay, das ist aber schon wieder geil. Man kommt hier raus und dann wird draußen direkt weitergeballert. Und zack. Die Waffe ist ziemlich machtlos. Komm mal her. Komm mal her. Alter, guckt euch das an. Die rotzen einfach nur auf diese kleinen Soldaten drauf. So, komm her. Jawohl, bin schon lange da, wie du mir das erzählst. Und jetzt raus aus der Nummer. Komm, jagen wir das Ding hoch. Gator, auf Absprung vorbereiten. Scout so. Sichern das Einsatzgebiet. Ja, 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 ja. Das hättest du gern. Jetzt verpissen oder was? Erst Stress machen? Ja, natürlich. Der hat hier seine komischen Abwehr. Mann, die Nerven. Wie viel hat er davon? Das geht gar nicht. Es gibt immer einen Cooldown. Es gibt immer einen Cooldown. Jetzt hätte ich so gerne einfach nur dieses normale MG. Schön durchgerotzt. Zack. So, wer ballert hier auf mich? Wer will auf den Deckel reden? Jetzt gibt's auf. Richtig auf den Deckel. Wo bist du? Wo bist du, Navarre? Und er hat natürlich auch wieder die Täuschkörper des Lebens. Er täuscht nicht nur mich, er täuscht auch sich. Darüber hinaus weg, dass er gleich sterben wird. Er hat noch ein Fünkchen Hoffnung. Oh Gott, ey, das ist ein Gewackel. Mir wird richtig übel. Ach, das war ein Normalo. Der hat sich ja einfach vor den Captain geworfen. Yes, Nummer 2. Noch Nummer 3. Komm her, da oben bist du. Und, war's das? Hä? Immer noch nicht. Du wirst sterben. Zurück zur Basis. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Boah, jetzt wirkt mir wirklich so ein bisschen Sickness hier. Motion Sickness. Boah, meine Güte. Aber es ist ganz geil. So, also, wo ich denn überhaupt hin? Gebt mir Instruktionen, wo muss ich hin? Sir, wir brauchen Sie bei der Red. Alles bereit für Sprung. Genau. Fliege ich jetzt von allein? Ich mache nichts. Ich glaube, das Spiel hat automatisch übernommen. Es hat. Nee. Es fliegt automatisch gegen irgendwas davor. Wo soll ich denn da hinfliegen? Ist nicht. Landen Sie. Wo denn nur? Hier ist nichts da. Völlig planlos. Lost in Space. So. Ab nach Hause. Ich brauche eine Pause.
Denn das war's für heute mit Call of Duty Infinite Warfare. Das nächste Mal geht's dann höchstwahrscheinlich schon weiter mit der Hauptmission, denn wir haben eigentlich diese Milchstraße komplett gesäubert. Wir haben einfach die Gegner in die Flucht getrieben. Es bleibt jetzt nur noch die Hauptmission beim Saturn übrig. Und ja, das ist natürlich Call of Duty Light extrem spektakulär. Da erhoffe ich mir einfach noch mehr Action als in den letzten Parts. Also bis zum nächsten Mal wieder zurück bei Call of Duty Infinite Warfare. Ciao.